Das große ABC des NLP, Teil 11 heute. Wir starten gleich mit dem Imprint. Dies ist der wöchentliche Podcast über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Hier geht es normalerweise um irgendeinen Begriff, den ich aus der Perspektive von Modeling und NLP betrachte. Aber alle 5 Wochen kommt ein Teil vom großen ABC des NLP und das ist heute. Dienstag erscheint immer der Podcast, Donnerstag gibt es ein Webinar und am Samstag einen NLP-Fachtext auf der Seite www.ralfstumpf.de/newsletter und ich freue mich, wenn du Spaß an diesen Sachen hast und den Newsletter abonnierst und die Podcast-Kanäle abonnierst und ach Gott, alles abonnierst. Imprint in die Ressourcensoziologie führen in einem Satz incidental. Mal gucken, wie weit wir heute kommen beim 11. Teil vom NLP-ABC. Von all den Podcasts, die ich mache, mit Ausnahme dieses komplett durch die Decke gegangenen Liebespodcasts, der auf YouTube inzwischen deutlich über 3000 Abrufe hat, ist die Serie Das große ABC des NLP die, auf die es am meisten Feedback und Weitermachwünsche gibt. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass die ab sofort regelmäßig alle 5 Wochen, jede fünfte Folge ist eine Folge des NLP-ABC. Und letzte Woche haben wir aufgehört mit Identität, ILP und Imitation. Dann geht's heute weiter mit Imprint, also mit der Prägung. Dieses Wort steht natürlich auf der Liste hauptsächlich deswegen, weil es im NLP ein Re-Imprint gibt, ein Re-Imprinting. Und wenn man ein Imprint re-imprinten kann, dann muss es ja auch mal irgendwann ein Imprint gegeben haben. Hat's auch. Das ist die Prägung. Darüber würdest du mehr erfahren in dem Buch Identität, Glaubenssysteme und Gesundheit von Robert Dilts aus den 80ern, wo er dieses Format Reimprinting vorgestellt hat, wo er also die Theorie aufbaut, dass wir bestimmte Glaubenssätze über die Welt und über uns selber in Prägungsmomenten erfahren. Und er sagt auch im Hintergrund, dazu stehen Theorien, zum einen von Konrad Lorenz, der Mann mit den Graugänsen, aber auch Geschichten von Timothy Leary, der da auch wohl einiges dazu gemacht hat, zum Thema, wie man programmiert wird, wie man sich selbst programmieren kann und wie man sich selbst umprogrammieren kann. Und auf dieser Grundlage hat Robert Dilts dann das Reimprinting entwickelt. Die Grundidee klingt ziemlich simpel. So ein Imprint kommt zustande durch ein signifikantes emotionales Ereignis. Das heißt, es ist ein normalerweise einmaliger oder immer wiederkehrender Augenblick, wobei der einmalige hat dann normalerweise sehr starke Emotionen, während der immer wiederkehrende durchaus auch mal nur nicht so starke Emotionen hat. Ich nenne das mit dem Einmaligen immer die Hammerbiografie und das mit dem Fortgesetzten die Tröpfchenbiografie. Bei der Tröpfchenbiografie ist spannend, dass die Leute kommen ins Coaching und sagen oft, ich habe da irgendeinen verkorksten Glaubenssatz, ein verkorkstes was auch immer und frage mich, wo das herkommt, denn eigentlich hatte ich eine glückliche Kindheit und eigentlich ist nie irgendwas passiert und dann guckt man da genau und stellt fest, ja, das stimmt. Eigentlich war die Kindheit glücklich und eigentlich ist nie was passiert, weil jedes einzelne Ereignis für sich genommen ist trivial und nicht der Rede wert. Wenn die aber dann jede Woche, jeden Monat oder häufig im Jahr stattfinden, dann ist es so, dass irgendwann aus vielen Kleinigkeiten, aus vielen Tröpfchen, du weißt ja, dann kommt irgendwann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, doch ein großes wird, obwohl es gar kein großes Ereignis gibt, was das ausgelöst hat. Ich habe mit Erstaunen als Coach festgestellt, dass die Leute, die eine Tröpfchenbiografie haben, wo also viele, viele, viele eigentlich unbedeutende Ereignisse am Ende zu einer Prägung geführt haben, die kommen oft ins Coaching und sagen, und ich glaube mir, ich müsste nur einmal so richtig dramatisch mit vielen Emotionen durch irgendwas durchgehen und ich wäre erlöst. Während die so eine Hammerbiografie haben, wo also einmal richtig was passiert ist, die fragen oft nach einem
sanften Schritt-für-Schritt-Weg. Meine Erfahrung ist ehrlich gesagt, so wie es reinging, geht's auch raus. Das heißt, die Leute, die eins oder wenige sehr emotionale Ereignisse erlebt haben, die legen dann im Coaching normalerweise auch ein oder wenige große Reimprintings hin, mit viel Emotion, mit viel Drama, aber auch mit viel Wirkung. Während die Leute, und das ist sogar die Mehrheit, die so eine Tröpfchenbiografie haben, wo viele eigentlich unbedeutende Kleinigkeiten passiert sind, die nur in der Folge ein Bild ergeben. Bei denen geht es auch genauso raus. Und da ist das, ich weiß nicht, ob es traurig ist, weil im Grunde sind sie am Ende auch froh, aber im Rückblick zum Beispiel auf mehrere Jahre NLP-Ausbildung sind das oft Leute, die sagen, das ist komisch jetzt, heute ist mein Leben komplett anders als vor 2, 3 Jahren, als ich mit NLP anfing. Aber ich könnte dir gar nicht sagen, welcher Tag, welche Übung, welches Format das war, was das Ganze geändert hat. Irgendwann plötzlich, nach Monaten oder sogar 1, 2, 3 Jahren, war alles anders. Aber wann das genau passiert ist, weiß ich gar nicht. Das wäre dann das Re-Imprint zu dem Imprint. Dieses Re-Imprint kann man entweder mit einem Format machen, eben mit dem Format Re-Imprinting, was ich auf dieser ABC-Liste wahrscheinlich irgendwann, ich guck mal ganz kurz, wann das kommt. Bei Begriff 255 wird uns das Re-Imprint begegnen, während wir jetzt gerade bei Begriff 104 Imprint sind. Also du kannst es mit dem Format raus, ich weiß nicht, löschen, heilen, ausgleichen. Das ist dann das Re-Imprinting oder einfach auch durch eine bestimmte Art von Leben, von Umfeld. An dieser Stelle muss ich sagen, dass die NLP-Ausbildung vor allem in Präsenz, jetzt kann ich ja dafür gut Werbung machen, wo ich keine mehr anbiete. Okay, ein Trainertraining biete ich noch an ab Januar, aber Practitioner und Master und Coach biete ich keine mehr an. Also das sind Effekte, die sich über die Gruppe in einer NLP-Ausbildung häufig sehr elegant, sehr mühelos, sehr tief verändern. Durch, wie wir miteinander umgehen, durch Pausengespräche, durch einfach Zeit miteinander verbringen, geschieht plötzlich so ein Reimprint. Und das Imprint, die Prägungssituation, hat sich dann geändert. Ein Hinweis noch zum Imprint. Im Modell der logischen Ebenen ist es klar, so ein Imprint oder Imprinting geschieht von der Ebene 6 auf die Ebene 5, normalerweise also durch signifikante emotionale andere von der Zugehörigkeitsebene in die Persönlichkeit hinein, auf Ebene 5 oder 4. Und das ist wichtig zu wissen, dass wenn du bei anderen Leuten auf Ebene 6 bist, und das ist man schnell mal, dann prägst du. Also den meisten Leuten ist klar, dass wenn sie Kinder haben, dass sie die Kinder prägen. Mein Lieblingssatz zur Kindererziehung ist von Karl Valentin, der mal meinte, man kann die Kinder noch so gut erziehen, irgendwann machen sie einem doch alles nach. Das geht in Richtung Prägung. Ich habe lange Jahre Lehrerfortbildung gegeben und da war es mir auch sehr wichtig, den Lehrern klarzumachen, dass sie prägen werden, ob sie wollen oder nicht. Du kannst nicht nicht prägen. Und ich habe den Lehrern gesagt, glauben Sie mir, einige von Ihnen werden später in Coaching-Sitzungen auftauchen und man wird an Ihnen arbeiten und Ihnen vielleicht in Reimprintings Ressourcen geben. Jede Führungskraft definitiv hat prägenden Einfluss. Und gerade bei Führungskräften finde ich es wichtig, denen klarzumachen, du kannst als Führungskraft bei einer anderen Person nicht auf den logischen Ebenen 2, 3, 4, 5 sein. Du bist entweder auf Ebene 1 oder auf Ebene 6. Du bist entweder Kontext oder Zugehörigkeit. Das heißt, du gehörst entweder in die Kategorie Tische, Stühle, Bänke oder du gehörst in die Kategorie Menschen, die mir wichtig sind. Und wenn du dort bist, bist du automatisch prägend. Für viele Führungskräfte war das ein bisschen, ich will nicht sagen erschreckend, aber doch, ja, so dass man nochmal drüber nachdenkt, hui, was ist denn das, wenn ich präge? Und manche von den Führungskräften meinten dann auch, geht das irgendwie, dass ich nicht präge? Und ja, die Antwort ist, wenn du Tische, Stühle, Bänke bist. Aber ich habe dann den Leuten oft eine Sache in Erinnerung geholt und dann war das Problem wieder gelöst, weil ich habe denen gesagt, denken Sie doch mal an Ihr eigenes Leben.
Gab es da nicht ein paar Leute in der Familie, in der Schule, in der Ausbildung, in den ersten Berufsjahren, ein paar Leute, die Sie auf so eine wunderbare und positive Art geprägt haben, dass Sie diesen Menschen bis heute dankbar sind für die Prägungen, die Sie ihnen verdanken? Und da bekommt im Grunde jeder glasige Augen und sagt, ja, ich erinnere mich da an einen Menschen oder an zwei oder an drei Menschen. Die haben mein Leben wirklich super positiv beeinflusst und geprägt und ich bin denen so dankbar. Und dann habe ich im Training halt immer gesagt, gucken Sie, und sowas können Sie auch sein in Biografien. Sie können auch der Mensch sein, von dem mal später mit so einem Blick und so einem Stimmklang, mit so einem Tonfall geredet wird. Ich weiß bei mir selber, ich hatte in der 10., 11., 12., 13. Klasse hatte ich zwei Deutschlehrer am Gymnasium. Das waren Menschen, die wirklich bis heute mein Leben geprägt haben, wo ich sage, ganz viel von dem, wofür ich heute dankbar bin in meinem Leben, hätte ich nicht oder hätte ich nicht so ohne diese beiden Menschen. Und ich finde es toll, wenn man so an Menschen denken kann und ihnen dankbar ist, weil man weiß, man hat ihnen eine positive Prägung zu verdanken. Das ist Imprint. Dann kommen wir jetzt zum Begriff Nummer 105. Das ist der Begriff in die Ressourcephysiologie führen. Du hörst an dem Wort Physiologie, dass das jetzt möglicherweise ein bisschen schwierig wird, das Ganze in einem Podcast, wo nur gehört wird, darzustellen. Ich versuch's mal dir so darzustellen, dass es rein auditiv geht, was schwierig ist. Es geht bei dieser Idee in die Ressourcephysiologie führen darum, dass wir, also NLP ist kurz gesagt Körperarbeit ohne Anfassen. Und sowohl im Modeling als auch im Coaching, als auch in Therapie, als auch bei Kommunikation ist es so, dass wir im NLP sehr stark, ich würde fast sagen überwiegend auf nonverbale Signale achten, auf Körpersprache. Dazu gehört auch der Stimmklang und Wortwahl ist manchmal so eine Art Grenzbereich, weil viele Menschen denken, dass sie einen denselben Inhalt auf ganz unterschiedliche Arten formulieren können, das aber ungefähr gleichbedeutend wäre. Da sagen wir im NLP, nein, die Landkarte ist nicht das Gebiet, aber sie sagt einiges über das Gebiet aus. Und je nachdem, wie du eine Botschaft abbildest, wie du sie formulierst, sind es natürlich doch ganz große Unterschiede. Aber jetzt bei dem in die Ressourcephysiologie führen, geht es einfach erstmal nur um den körpersprachlichen Teil, also Körperhaltung, Gestik, Mimik und auch Stimmklang. Da ist es natürlich so, dass bestimmte Physiologien mit bestimmten Inhalten verbunden sind. Also was wir im NLP nicht machen, wir haben im Gegensatz zu anderen Körpersprachemethoden, haben wir keine feste Liste, dass wir sagen, wenn jemand die Arme verschränkt, wenn jemand die Hand in die Tasche steckt, wenn jemand das Bein auf eine bestimmte Art hält, dann bedeutet das immer und bei jedem Menschen das Folgende. Es gibt so Listen, ich kenne solche Listen, ich persönlich halte wenig von solchen Listen und im NLP wird insgesamt wenig von solchen Listen gehalten. Es ist aber so, dass jeder Mensch so eine Art eigene Liste hat. Das heißt, du kannst im Grunde davon ausgehen, dass wenn du zum Beispiel einen Kollegen hast oder einen Partner, Freund, jemand in der Familie, was weiß ich, und die Person verschränkt die Arme und das bedeutet was Bestimmtes. Und drei Tage später in einem anderen Gespräch verschränkt die Person wieder die Arme. Dann kannst du davon ausgehen im Großen und Ganzen, dass es dasselbe bedeutet wie beim ersten Mal. Das heißt, innerhalb einer Person sind die Signale ziemlich stabil. Da bedeutet ein Nicken, ein Arme verschränken, ein Hand in die Hosentasche stecken. Wenn es etwas bedeutet, bedeutet es normalerweise stabil das Gleiche. Und darum ist das so, dass bestimmte States, also zum Beispiel ein Ressource-State oder ein bestimmter Stuck-State, sind mit bestimmten Physiologien verbunden. Also es ist so, dass die meisten Leute, wenn es ihnen schlecht geht, eine bestimmte bevorzugte, es geht mir schlecht, Physiologie einnehmen. Und wenn es ihnen gut geht, nehmen sie eine bestimmte bevorzugte, es geht mir gut, Physiologie ein. Und der Trick bei in die Ressourcephysiologie führen besteht darin, dass man ein Collapsing Anchors macht, dass man also zwei Energien zusammenbringt und zwar den Inhalt von etwas Problematischem mit der Physiologie von etwas Positivem, Ressourcevollen, Stärkenden. Kurz gesagt, nehmen wir an, jemand würde beim Reden über das Problem den Kopf hängen lassen und
beim Reden über ein ressourcevolles Thema den Kopf nach oben nehmen, also nach oben gucken, dann wäre in die Ressourcenpsychologie führen das Ziel, dass die Person mit erhobenem Haupte über ihr problematisches Thema redet, sodass auf der inhaltlichen Spur das Problemthema ist und auf der nonverbalen Spur ist dann die Ressourcenphysiologie. Der Sinn des Ganzen besteht darin, dass du ohne Ressourcen ein Problem nicht lösen kannst. Das heißt, wir brauchen die Ressourcen, um das Problem zu lösen. Wir brauchen beides gleichzeitig, Hebbsches Gesetz, Vernetzung. Und da ist es halt am einfachsten und naheliegendsten zu sagen, wir packen mal die Physiologie, den Körper in Richtung Ressource und bleiben inhaltlich bei dem Thema, was wir lösen wollen. Das Lustige ist, wenn du das auch selber machst, kannst du auch selbst mit dir machen, du kannst herausfinden, wie hältst du dich, wenn es dir gut geht und wie hältst du dich, wenn es dir nicht so gut geht. Und dann nimmst du bewusst mal die Körperhaltung ein, wenn es dir gut geht und versuchst, über das Problemthema nachzudenken. Wenn es dir so geht, wie es den meisten Leuten geht, wirst du merken, dass sobald du in die Ressourcenphysiologie gehst, dir dein Thema hoch entfallen ist, dann ist es einfach weg und man denkt nicht mehr dran. Und häufig ist dann so, dass die Leute wieder kurz in die Stuck-Physiologie gehen müssen, in die Problemphysiologie, um wieder das Thema zu erinnern und dann gehen sie in die Ressourcenphysiologie. Also es ist gar nicht so einfach, weil wenn du halt in eine Physiologie gehst, sind die entsprechenden Themen da und andere Themen sind weg. Drum ist da auch ein gleitender Übergang ganz gut. Und in die Ressourcenphysiologie führen heißt jetzt, dass ich als Coach oder Gesprächspartner oder guter Freund beginne ich in der Problemphysiologie und rede mit irgendjemandem über sein problematisches Thema und führe ihn, während wir über dieses Thema reden, Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen in die Ressourcenphysiologie. Ich zeige dir das mal stimmlich. Also mal angenommen, jemand würde in so einem Tonfall über das problematische Thema reden und würde in so einem Tonfall über das ressourcevolle Thema reden. Und nehmen wir mal an, das problematische Thema wäre, dass NLP so schwer ist. Dann würde ich der Person sagen, ja, weißt du, NLP ist für dich wirklich schwer. Aber vielleicht kannst du auf irgendeine Art das NLP anders betrachten, sodass es dann vielleicht nicht mehr ganz so schwer ist. Weil wenn du das NLP so betrachtest und es aber dann auch plötzlich anders betrachtest, könnte sein, dass das, was vorher schwer war, plötzlich ganz anders aussieht. Also mir ist das ein bisschen komisch, wenn ich das hier so übertrieben mache, wobei ich, während ich das jetzt aufnehme, gerade auch mit dem Körper hin und her gewackelt bin. Ich sage immer so einen Satz wie, wenn das Thema kommt, wie könntest du es anders betrachten, anders damit umgehen? Und während ich die Frage stelle, wie könntest du es anders machen, gebe ich die Antwort nonverbal, zum Beispiel, indem ich meinen Kopf hebe, oder indem ich mit der Stimme nach oben gehe. Also, weißt du, wenn du wieder mal dieses Thema hast, wie könntest du es dann anders betrachten, sodass es vielleicht ganz anders aussieht? Okay, ich glaube, du hast ungefähr die Idee mitbekommen, wie das ist mit dem in die Ressourcenphysiologie führen. Und dann kommen wir zum Begriff Nummer 106. Der heißt in einem Satz. Ja, dazu gibt es folgende Geschichte. Ich war ja, bevor ich NLPler wurde, war ich Musiker. Das heißt, ich habe richtig ordentlich Musik studiert, bis hin zum Staatsexamen. Das ist schon mal ganz ordentlich. Und ich hatte aber eine kleine Macke, würde ich beinahe sagen, eine kleine Einschränkung, die mir schrecklich peinlich war. Und zwar, obwohl ich staatlich examinierter Musiker, Kirchenmusiker war und auch ganz gut spielen konnte, konnte ich so gut wie nichts auswendig spielen. Das war mir so unangenehm. Das heißt, ich kam irgendwo hin und da stand ein Klavier und irgendjemand meinte, Ralf, du bist doch Musiker, spiel mal was. Und ich, nein, ich kann nicht ohne Noten. Es war schrecklich. Es glaubt einem ja keiner, wenn man Musiker ist. Und dann dachte ich mir,
Im NLP soll mir das nicht nochmal passieren. Also wenn ich NLPler bin, möchte ich das ganze NLP auswendig wissen. Das war mein Plan und ich habe ihn in die Tat umgesetzt. Jetzt war das so, dass das NLP, wie ich damit anfing, halt sehr, sehr viele Formate hatte. Und die meisten Formate hatten 7, 8, 9, 10 bis 15, 20, ich glaube in einem Fall sogar 25 Formatschritte. Da war mir klar, 25 Schritte merkt sich niemand auswendig, also muss ich das irgendwie gruppieren und ordnen. Weil ich wusste aus der Gedächtnisforschung, Gehirn- und Gedächtnisforschung, dass man sich 5 Schritte gut merken kann. Also war mir klar, bei mir muss jedes Format 5 Schritte haben. Das Erste, womit ich die Formate deutlich kürzen konnte, war, dass mir irgendwann aufgefallen ist, die fangen alle gleich an und hören alle gleich auf. Und diesen ständig gleichen Anfang und ständig gleiches Ende habe ich dann einfach rausgekürzt und daraus ein eigenes Format gemacht. Das ist dann später das NLP-Rahmenmodell geworden, sodass ich sagen konnte, jedes Format findet im Rahmenmodell statt. Dann spare ich mir schon mal ein paar Schritte. Und die anderen Schritte musste ich halt irgendwie zusammenfassen, so logisch, was ist es denn eigentlich, was da wirklich passiert in 5 großen Schritten. Und wie es halt so ist, wenn man mal anfängt, dass man von 10 Schritten runtergeht auf 8, auf 5, auf 4, ja, warum aufhören? Warum aufhören? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass gerade wenn ich mir die Formate merken will, dass ich mir letztendlich eigentlich jedes von diesen Formaten dann mit einem Bild, mit einem Kniff, mit einer Bewegung, mit einer Intervention gemerkt habe, mit normalerweise der inneren Repräsentation von da, wo es passiert. Und das da, wo es passiert, das kann ich dann normalerweise halt auch in einem Satz ausdrücken, das, was passiert. Und dann ist mir klar geworden, dann hatte ich sozusagen die Essenz der Formate gefunden, dass ich diesen Satz natürlich auch als Anleitung formulieren kann. Und so entstand die Idee, die ich dann übrigens Jahre später bei Robert Dills nochmal gefunden habe, dass man jedes NLP-Format so auf die Essenz verdichten kann, dass man es im Grunde in einem Satz durchführen kann. Das heißt, dieser eine Satz ist keine Erklärung des Formats, es ist keine Zusammenfassung des Formats, es ist das Format durchgeführt in einem Satz. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Wenn jemand sagt, oh Gott, ich hatte gerade ein ganz schreckliches Gespräch und du sagst, okay, was hast du daraus gelernt? Dann wäre das ein Change History in einem Satz. Denn wenn die Person die Frage beantwortet, was hast du daraus gelernt, dann muss sie innerlich einen Prozess machen, der entspricht dem Change History. Natürlich, die Person könnte jetzt sagen, ich habe daraus gelernt, dass es keinen Sinn hat, mit dem und dem mich zu unterhalten. Dann kann man aber sagen, was hast du daraus Positives gelernt. Eine andere Möglichkeit, Change History in einem Satz zu sagen, machen, wäre sowas wie, was würdest du nächstes Mal anders machen? Oder was hättest du dir in dem Augenblick gewünscht? Welche Ressource hättest du dir gewünscht? Und so habe ich jedes Format des NLP in einen Satz gekleidet, was es mir möglich macht, das NLP jetzt wirklich komplett auswendig zu wissen, weil ich von diesem einen Satz komme ich auf das eine Bild, was das Format beinhaltet und in dem Bild sind alle Elemente, die ich brauche und die muss ich halt vorher machen und lege mir das zurecht. Und dann wird das Format in einem Satz durchgeführt. Das Lustige ist, es gibt sogar Formate, die kann man in ein Wort kleiden. Zum Beispiel Score Integration, das ist für mich das Wort trotzdem. Wofür würdest du es trotzdem tun? Und Mapping Across ist das Wort wie. Weil im Mapping Across geht es ja darum, dass ich die Submodalitäten von einem auf das andere übertrage, dass ich also das andere so betrachte, als wie wenn es das eine wäre. Ich hatte das jetzt gerade neulich im Practitioner haben wir das gemacht, und habe ich die Geschichte von Richard Bandler erzählt, der angeblich mal meinte, frag dich mal, was ist dein für dich erregendster sexueller Fetisch, was dich wirklich antörnt? Und wenn du mal die Submodalitäten von deinem erregendsten Fetisch, der dich wirklich antörnt, und dann sieh mal die Steuererklärung in den Submodalitäten. Und wenn du das machst, dass du die Steuererklärung oder den Abwasch oder sonstige Sachen in den Submodalitäten siehst von deinem stärksten Fetisch, dann könnte sein, dass dich ab jetzt die Steuererklärung antörnt. Weil dann wäre die Steuererklärung genauso antörnend wie
dieser sexuelle Fetisch. Das heißt, dieses Wörtchen wie, das ist Mapping Across in einem Satz. Collapsing Anchors in einem Satz ist das Wort mit. Also du kennst vielleicht aus dem Dschungelbuch, probier's mal mit Gemütlichkeit. Das ist die Idee eines Collapsing Anchors. Ich füge noch etwas hinzu. Ich mache das, was ich ohnehin mache, aber ich mache es mit Gemütlichkeit. Und von daher kann man manche Formate in ein Wort fassen. Die meisten Formate kann man in einen Satz fassen. Und es gibt nur ein einziges NLP-Format, wo ich bis heute daran scheitere, dieses eine Format in einen Satz zu packen. Das ist die Integration konfligierender Glaubenssätze. Das ist der Begriff Nummer 119. Da werden wir ziemlich sicher im ABC Teil 12 draufkommen. Was ich an dem Format so schwierig finde, als es in einen Satz zu fassen ist, wenn die Integration konfligierender Glaubenssätze funktioniert als Format, dann ist das Ergebnis, dass da, wo vorher etwas war, plötzlich nichts ist. Denn am Anfang war da ein Konflikt und am Ende ist da kein Konflikt. Und wenn irgendwo kein Konflikt ist, fällt dir das nicht auf. Das heißt, da ist einfach nichts. Da entsteht etwas einfach nicht, was vorher entstanden ist. Und wie man das in einen Satz formuliert, dass etwas nicht geschieht, dass etwas nicht entsteht, da tüftle ich noch dran. Aber ich könnte mir ja vornehmen, nachdem wir heute den Teil 11 haben und wahrscheinlich die Integration konfligierender Glaubenssätze dann nächstes Mal im Teil 12 drankommt, dass ich nochmal gründlich drüber nachdenke und vielleicht knacke ich das Ganze und kann dir dann das nächste Mal in 5 Wochen, das wäre dann, Moment, lass mich nachgucken in meinem Zeitplan, das wäre dann am 17. Dezember, kann ich dir vielleicht sagen, wie die Integration konfligierender Glaubenssätze in einem Satz lautet. Wir kommen zum Begriff Nummer 107, Incidental. Das ist ein Begriff, der für Frau Birkenbiel in ihrer Lerntheorie eine große Rolle gespielt hat. Sie sprach gerne vom incidentalen oder incidental learning, incidentalen Lernen, incidental learning. Du weißt, incident ist der Zufall auf oder Unfall, Zufall auf Englisch und das incidental learning, incidentale Lernen, ist Lernen, was zufällig und nebenbei passiert. Und da hatte Frau Birkenbiel aus irgendeinem Gehirn- und Lernbuch ein Beispiel. Das hat ihr so gut gefallen und sie hat das so oft erzählt, dass ich es jetzt einfach ihr zu Ehren auch wieder erzähle. Und zwar meinte sie, an so einer amerikanischen Schule, wenn da irgendein Lehrer über die Kinder sagt, dass die sich einfach nichts merken können, dass sie nicht lernen können, dass die einfach sich den Schulstoff nicht merken können, könnte der sich doch mal fragen, was die über das örtliche Einkaufszentrum wissen, weil diese Einkaufszentren gerade in Amerika sind ja oft riesengroß. Und dann überleg dir mal, es gäbe eine Klassenarbeit zum Thema Einkaufszentrum. Also wie kommt man da hin? Wo kann man da parken? Welchen Eingang braucht man, wenn man da und dahin will? Wo sind die Geschäfte? Welche haben normalerweise Sonderangebote? Wo sind die Toiletten? Und wenn ich zwischendurch einen Kaffee trinken will, wo bekomme ich den? Angenommen, ich suche neue Kleidung. Wo finde ich das? Wenn ich aber Hunger habe, wo finde ich das? Wo finde ich Lebensmittel? Wo kann ich meine Schuhe reparieren lassen? Und wie ist der schnellste Weg von dem Zoogeschäft zum Schuster? Und all diese Fragen könntest du beantworten, wenn du so ein Einkaufszentrum kennst, aber du hattest nie Unterricht im Wir lernen ein Einkaufszentrum, sondern hast es einfach nebenbei zufällig unbewusst gelernt. Das heißt, da war die Stelle, wo Frau Birkenbiel immer meinte, das Wichtigste und das meiste, was wir lernen, lernen wir incidental, zufällig, nebenbei, incidental. Das heißt, im Neandertal gab es keinen Unterricht, im Neandertal gab es nicht Klassenarbeiten über Feuermachen, Paarungsverhalten, essbare Früchte und Umgang mit Säbelzahntigern, sondern wenn das Ganze sich ereignet hat, hat es sich ereignet und dann hat man es auch gelernt. Weswegen es Frau Birkenbiel sehr wichtig war, den Stoff, den es zu vermitteln galt, möglichst nebenbei zufällig incidental zu vermitteln. Und ein weiterer Punkt, der da auch wichtig ist, ist sich klar zu machen, was wird eigentlich in der Schule, in Universitäten, in Ausbildungen oder auch in Firmen nebenbei vermittelt an Umgangsformen, an Kultur, an wie wir miteinander umgehen, darüber, was sich lohnt und was sich nicht lohnt, was man sich erlauben kann und was man sich nicht erlauben kann.
Es ist oft eine spannende Frage, auch im Coaching, Leute zu fragen, was hast du in der Schule gelernt, nicht inhaltlich, sondern zum Beispiel übers Lernen, über Umgang mit Autoritäten, über Motivation, über Aneignung von Wissen und so weiter und so fort. Es ist ein heikles Thema. Genau, also guck dir an, was du inzidental gelernt hast. Dann kommen wir zum Begriff Nummer 108 und der heißt induktiv-deduktiv. Das sind zwei der wichtigsten Metaprogramme und auch die gehören zum Thema Lernen. Es gibt induktives Lernen und deduktives Lernen. Induktiv ist vom Detail ins Ganze und deduktiv ist vom Ganzen ins genau andersrum. Deduktiv ist vom Detail ins Ganze, induktiv ist vom Ganzen ins Detail. Und die Unterscheidung gibt's an vielen Stellen, die gibt's auch bei Ted James in seinem Timeline-Buch. Und ich bin jetzt wirklich irritiert, ob das so rum richtig ist. Ich muss da nochmal nachgucken, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Das wäre mir entsetzlich peinlich. Ja, ich hatte es richtig. Induktiv ist vom Detail ins Ganze und deduktiv ist vom Ganzen ins Detail. Manchmal ist man gut darin, sich selbst zu verwirren. Wenn du wissen willst, zu welchem Typ du gehörst von diesen beiden Metaprogrammen, da gibt es bei Ted James in dem Timeline, in dem Metaprogramme-Buch, das ist ein Kapitel in dem Timeline-Buch, gibt es eine wunderschöne Frage, wie man feststellen kann, ob man induktiv oder deduktiv ist. Und zwar ist das die Frage, wenn du irgendwo in Urlaub hinfährst, ob du vorher einen Blick auf die Karte wirfst, also früher auf die Papierlandkarten und heute auf Google Maps. Das heißt, ob du erstmal einen Überblick willst. Ob du, wenn du ein Buch in die Hand nimmst, erstmal das Inhaltsverzeichnis durchliest und einmal quer durch das Buch durchblätterst, um einen Überblick zu bekommen und oder ob du einfach irgendwo anfängst. Und deduktive Lerner, also die den Überblick brauchen, bei denen ist das Problem, dass sie nicht beginnen können zu lernen, bevor sie nicht den Überblick über eine Sache haben. Das heißt, wenn der Überblick nicht kommt oder wenn das halt diese induktive Lehrmethode ist, wo wir einfach irgendwo anfangen und das Gesamtbild ergebe sich dann schon irgendwann, das hängt die deduktiven Lerner einfach komplett ab. Ich habe ja die ersten Jahre meines NLP-Lebens viel als Coach gearbeitet zum Thema Lernen. Und damals kamen sehr oft zu mir Studenten, die glaubten, dass sie Lernprobleme haben. Und ich sag dir, der Hauptteil dieser Leute hatte nur das eine Problem, dass es deduktive Lerner waren mit einem induktiv lehrenden Lehrer. Und so haben die das nicht verstanden, weil denen fehlte der Überblick. Und ich hatte dann auch einige wenige Oberstufenschüler, die auch das Problem haben. Die werden dann oft auch von den Eltern geschickt, wenn sie in der Mittelstufe sind, die auch irgendwie nichts verstanden haben. Und da war es auch ganz oft, dass die einfach deduktiv waren und denen fehlte der Überblick. Und da war mein Tipp ganz einfach. Ich habe denen gesagt, besorg dir den Lehrplan, dass du einfach weißt, wo ihr gerade seid auf der Strecke. Und ich habe diesen Tipp dann auch in den Lehrerfortbildungen weitergegeben, weil ich halt den Lehrern gesagt habe, also wenn ihr deduktive Lerner habt und induktiv unterrichtet, die sitzen da und verstehen kein Wort. Ihr müsst einen Überblick geben. Da haben mir einige Lehrer gesagt, ja, würden sie gerne, trauen sich aber nicht, weil sie nicht jedes Jahr den Lehrplan schaffen, was sie schaffen müssen. Und wenn sie am Anfang des Jahres den Lehrplan aufdecken und sagen, was dieses Jahr dran kommt, dann würde man ja am Ende merken, dass sie nicht alles geschafft haben. Ja, kann man ja dann so machen, dass man einige Stellen weich formuliert. Dafür gibt es ja das Milton-Modell im NLP. Ich habe den Leuten dann empfohlen, also meinen Coaches, sich den Lehrplan einfach irgendwie zu besorgen in Bibliotheken oder sonst wo oder im Internet. Berlin hat leider Gottes sehr offene Lehrpläne, da steht nicht genau drin, was gemacht werden soll. Ein Lehrer, an den erinnere ich mich noch sehr gut, der war aus Nürnberg, der kam dann sogar auf die Idee, und das war eine Zeit, da war das Internet noch nicht so verbreitet, dass er so eine Art Fortschrittsbalken in seinem Klassenzimmer aufgehängt hat, so ein Gesamtüberblick über den Jahresstoff und da einen Zeiger hatte, den er immer weiter verschoben hat, sodass die Leute so eine Idee hatten, wie weit sind wir denn im Jahresstoff gekommen. Und er hat mir dann irgendwann gestanden, er hat das sogar ein bisschen gemogelt, dass wenn der Zeiger bei 50% war, waren die in Wirklichkeit schon weiter.
Oder nee, andersrum, der Zeiger war schon weiter als sind. Das hat die Leute unglaublich motiviert, weil sie dachten, boah, wir sind so schnell, wir sind so weit voran. Und dann wurden sie dadurch immer schneller und die Motivation stieg. Und er konnte am Ende dann noch ein paar Sachen einbauen, um die Zeit zu nutzen, um die Motivation zu nutzen. Ich glaube, auch diese Fortschrittsbalken gehen in die Richtung. Das hat sich ja mal irgendwann einer überlegt, dass wenn du halt irgendwas am Computer machst und irgendwie, oder wenn der Computer was macht und du musst warten, dass es da halt so einen Fortschrittsbalken gibt, so eine Prozentangabe, dass du weißt, wo du bist. Und ich schätze mal, du kennst das von Wasch- und Spülmaschinen, die ja auch so eine Minutenangabe haben, dass am Ende oft die Minute 1, die dauert dann nochmal 5 Minuten. Das wäre schon gut, wenn es ungefähr hinkommen würde. Also, wenn du deduktiv bist, brauchst du den Überblick. Wenn du induktiv bist, kann das einfach irgendwie anfangen. Wenn du lehrst, starte bitte immer mit dem Überblick. Dass einfach die Leute, denen du was beibringst, erstmal wissen, worum es geht, dass sie sich orientieren können. Gerade bei Sachtexten ist das wichtig. Ein guter Sachtext beginnt mit der Zusammenfassung, beginnt mit dem Wichtigsten in einem Absatz. Und dann kannst du das Ganze aufdröseln. Ich komme zum Begriff 109, inhaltsfrei. Ja, das ist im NLP ein ganz wichtiger Begriff, weil wenn du ein bisschen was vom NLP weißt, dann weißt du, dass NLP dafür bekannt ist, dass wir im NLP gerne inhaltsfrei arbeiten. Wir arbeiten auf der Metaebene. Das führt zum Teil sogar dahin, dass NLPler, also richtige Hardcore-NLPler, einander Feedback geben, wo die sagen, du hast da mit Inhalt gearbeitet, also dass Thies Stahlmann irgendwann meinte, das wird oft im Tonfall von, du hast da einen Scheiße gegriffen, ausgesprochen, wenn Leute mit Inhalt gearbeitet haben. Also man kann es auch übertreiben, wir können im NLP auch mit Inhalt arbeiten, aber ich fand das damals, wie ich mit NLP Kontakt bekommen habe, ich fand das so erleichternd im Coaching, dass ich an meinen Themen arbeiten konnte und nicht erzählen musste, worum es inhaltlich geht, weil wir halt im NLP so viel mit Körpersprache, mit Stimmklang, mit Metakommunikation, mit oberen logischen Ebenen arbeiten, dass der Inhalt ziemlich egal ist. Wir können den symbolisch darstellen, wir können den im Milton-Modell darstellen. Es geht um die Form, mit dem wir dem Inhalt begegnen. Auf der anderen Seite ist das oft ein Riesenproblem für Leute, die NLP lernen, diese Trennung von Form und Inhalt. Ich habe das ja vorhin auch bei dem Format in die Ressourcenphysiologie führen, dass wenn ich so einen Satz sage wie NLP ist schwer oder ich sage so einen Satz wie NLP ist schwer, dann kann ich den gleichen Inhalt, die gleichen Worte auf zwei völlig verschiedene Arten sagen, je nachdem wie ich es ausspreche und in meinem Staatsexamen. Sprechen, ich hatte ja auch Sprecherziehung, war eine Aufgabe, die mich bis heute fasziniert. Ich sollte das Wort Ja mit 10 verschiedenen Bedeutungen sagen. Und ich meine, es ist dir vermutlich klar, die Aufgabe ist nicht so schwer, weil wenn du Ja sagst, das wird mal eine Zustimmung sein, ja, dann wird es eine Frage sein, ja, dann wird es eine misslaunige Zustimmung sein, ja, dann wird das ein Ja sein können. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Ja auszusprechen und alles ist auf der Ebene der Form. Wie spreche ich das Ganze aus und nicht was sage ich? Beim inhaltsfrei Arbeiten ist eine Sache sehr wichtig, nämlich sich klarzumachen, wenn du jetzt mal innerlich das Psychografie-Dreieck aufrufst, dass inhaltsfreies Arbeiten eine Spezialität des Erkenntnisbereichs ist. Im Beziehungsbereich inhaltsfrei zu arbeiten ist sehr schwer, fast unmöglich. Also man kriegt's hin, wenn man sich fürchterlich anstrengt. Aber der Beziehungsbereich neigt nicht zu inhaltsfreien Arbeiten. Da bist du normalerweise einfach mit drin, wenn du arbeitest, auch als Coach. Und auch im Handlungsbereich ist so, dass das inhaltsfreie Arbeiten nicht so hundertprozentig passt. Wobei Steve DeShazer auch sagt, dass er eigentlich sowieso nie weiß, worum es geht. Da meint er aber eher die Bedeutung und nicht so sehr den konkreten Inhalt. Also merkt ihr einfach, dass das inhaltsfreie Arbeiten etwas ist, was sehr dem Erkenntnisbereich, was sehr zum Erkenntnisbereich passt und was deswegen auch sehr gut zum NLP passt. Lass uns noch einen letzten Begriff machen, den Begriff 110 Inke Jochims. Das ist eine von mir hochgeschätzte NLP-Kollegin, ich glaube, ich muss sogar sagen ehemalige NLP-Kollegin, weil sie
meines Wissens inzwischen kein NLP mehr macht. Sie hat sich anderen Methoden zugewandt. Aber trotzdem hat sie dem NLP zwei Bücher geschenkt, die so großartig sind, dass sie einfach wegen dieser beiden Bücher einen Eintrag in diese ABC-Liste verdient. Das eine ist, sie hat zusammen mit Thies Stahl und Walter Oetsch das Wörterbuch des NLP, also im Grunde ein deutsches NLP-Lexikon, gemacht. Und dieses Wörterbuch des NLP von Inke Jochums, Thies Stahl und Walter Oetsch ist im Grunde bis heute großartig, grandios, eine der besten deutschsprachigen Quellen für NLP, sodass ich immer noch meine Teilnehmer in der Ausbildung auf die Seite verweise. Du findest dieses Wörterbuch des NLP komplett online auf dem Server von Walter Oetsch, nlp.at. Dann gehst du auf Wörterbuch oder Lexikon, ich weiß nicht, wie er es da nennt. Und da findest du die ganzen Stichworte mit Übungsanleitungen, mit unglaublich guten, detaillierten Quellenangaben. Und da ist halt sehr viel Arbeit von Inke Jochums drin, die halt sehr, sehr gut solche durchaus wissenschaftlichen Arbeiten macht. Und ein noch beeindruckenderes Werk finde ich von ihr, NLP für Profis. Das ist ein ganzes Buch über Alfred Graf Korzybski und die Wurzeln des neurolinguistischen Trainings, also die Wurzeln des NLP im neurolinguistischen Training. Und dieses Buch hat zwei Teile, zwei ungefähr gleich große Teile. Im ersten Teil bringt sie die Theorie des NLT und die Arbeit von Korzybski. Und im zweiten Teil macht sie das Ganze praktisch am Beispiel der Sleight-of-Mouth-Pattern. Weswegen für mich dieses Buch auch das beste Buch über die Sleight-of-Mouth-Pattern ist, was ich kenne. Und ich gebe mal gerne einen Tipp, wenn du mit dem Buch anfängst, was es online bei Inke Jochums zu kaufen gibt, wenn du mit dem Buch anfängst und du nach den ersten paar Seiten merkst, dass es dir zu kopfig und zu theoretisch ist, weil Inke ist echt schlau und das Buch ist wirklich schlau geschrieben, dann wechsel zum zweiten Teil, zu dem praktischen Teil, wo es um die Sleight-of-Mouth-Pattern geht und lies das zuerst und anschließend den Theorie-Teil. Also du kannst die beiden Teile in beliebiger Reihenfolge lesen. Ich würde sagen, das reicht für heute. Wir hatten Imprint in die Ressourcenphysiologie führen in einem Satz, incidental, induktiv, deduktiv, inhaltsfrei in Inke Jochums. Dann machen wir nächstes Mal Inkongruenz, innerer Dialog, innerer Raum, inneres Kind, inneres Verhalten. Du merkst, da kommt viermal Inneres. Ja, es ist ja eine ABC-Liste. Input im Chaos, Installation, Integration und die Integration konfligierender Glaubenssätze. Wir nehmen es uns einfach vor, dass im Teil 12 es dann bis zur Integration konfligierender Glaubenssätze geht in 5 Wochen. Nächste Woche geht's hier um Vertrauen zwischen zwei Menschen, die Fortsetzung des Vertrauens-Podcasts von letzter Woche, der wiederum ja die Fortsetzung des Liebes-Podcasts ist, der am 15. Oktober war. Du merkst, die Podcasts fangen an, sich miteinander zu verschränken. Trotzdem ist es so, jeder steht für sich alleine. Du brauchst nie irgendeinen Podcast hören, bevor du einen Podcast hörst. Du kannst die alle in beliebiger Reihenfolge hören. Dann vernetzt sich das. Damit bin ich ja im Grunde schon bei Input im Chaos. Das ist der Begriff 116, der das nächste Mal drankommt. Ein kleiner Preframe. Wie immer zum Schluss, falls du Danke sagen möchtest für diesen Podcast, freut es mich, wenn du likest, wenn du abonnierst, wenn du kommentierst und wenn du E-Mail-Feedback gibst, da freue ich mich sehr. Und es tut auch meiner Verbreitung und meiner Reichweite gut, was wiederum dazu führt, dass andere Leute sich auch über diese Podcasts freuen können. Ich danke dir fürs Zuhören, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und bis nächste Woche, wenn es um Vertrauen geht zwischen zwei Menschen. Tschüss!